Servus Leidln, ich zeige euch heute, wie man mit den Skiern einen Backflip macht. Gestern habe ich zum ersten Mal einen Backflip auf die Ski gemacht und ich muss sagen, ich habe mir mehr angeschissen, als dann im Endeffekt eigentlich war. Ich würde sagen, ich zeige euch, wie man von dem zu dem innerhalb von einer Stunde kommt. Und ja, let's go. Also schauen wir uns einfach mal gemeinsam meinen ersten Backflip an. Da kann man schon sehr gut sehen, dass ich einfach beim Absprung schon ziemlich verkackt habe. Ich bin da abgesprungen, wie wenn ich einfach ganz normal über den Kicker drüber springen würde. Und somit habe ich einfach die Rotation komplett versammt und bin einfach direkt eingespitzelt. Somit würde ich euch den Tipp geben, geht's direkt am Anfang, also ihr fahrt's an und geht's komplett in die Rückenlage ein. Somit erleichtert es euch das Ganze einfach um einiges. Seid schon direkt beim Absprung in der Rückenlage drin und könnt somit die Rotation schöner machen. Das erleichtert einfach schon vieles und macht einfach ganz andere Ausgangslage, sage ich mal. So, das war dann mein zweiter Versuch. Der ist dann schon besser gegangen. Da habe ich einfach alles, was ich vorher falsch gemacht habe, auf jeden Fall schon besser gemacht. Aber das Ding war einfach, dass ich dann zu viel Draht habe und somit am Rücken gelandet bin, was wirklich jetzt nicht schlimm war, aber was mir einfach schon mal das Gefühl gegeben hat, dass er funktioniert und dass ich von dem aus arbeite kann. Ja, und das ist Nummer 3. Bei dem habe ich einfach probiert, dass ich wirklich alle Fehler, die ich bisher gemacht habe, ausbessere, dass ich mich ein wenig langsamer drehe als normal. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe dann gestanden. Meine Reaktion sagt, ich war super happy, habe mir gedacht, ich bin King of the Day und ich war einfach aus dem Häusler und wollte dann nochmal probieren, dass ich ihn eben verbessere. Ja, und beim vierten Versuch hat mir mein Freund dann nur ein paar Tipps gegeben. Ja, ich lasse euch die jetzt einmal laufen. Lern dich voll zurück am Anfang und dann, wenn du merkst, du fallst runter, zack, ziehst deine Füße. Oder brauchst gar nicht die Füße anziehen, sondern du haust halt die Füße unter deinen Oberkörper. Genau, ich habe mir einfach ein wenig gesagt, was ich noch aufpassen soll und dass ich einfach mal ins Layout gehen soll, weil das vielleicht das Ganze ein bisschen vereinfacht. Ja, ich habe mir dann einfach gedacht, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch. Ich bin angefahren, bin voll ins Layout reingegangen, habe den dann auch wieder gestanden. Und ich finde ehrlich gesagt, dass der extrem gut geworden ist. So wollte ich den immer schon mal machen und es hat einfach gut funktioniert. Und deswegen, Leideln, probiert es einfach, scheißt euch nicht in die Hosen. Und macht's ihn einfach, auch wenn es euch auf die Schnauzen haut, es wird immer irgendwo geil. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Geht's?